Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Ich habe schon mal ja den ganzen Weg wieder auf mich genommen, nachdem ich ja letztes Mal ausgerastet bin. Bin ich ungefähr jetzt da, wo ich umgekippt bin. Muss man hier natürlich aufpassen, dass uns das Ganze hier nicht nochmal passiert. Ich weiß nicht, ob es die Stelle war oder eins weiter. Auf jeden Fall war es nicht so geil. Ja, weil wir wollen ja unsere Ersatzteile da noch für die Bohrung bergen. Und dann auch hinbringen. Wir müssten bald auch denn angekommen sein. Das sieht zumindest ziemlich gut aus. Das war sehr, sehr nah unserer, ja, sage ich mal, Ersatzteile, also die, die wir denn hochladen müssen, ja, angekommen sind. Und ja, die Woche war für mich ein bisschen wüst, ne? So als Dings, als mal kleine Information. Ja, viel zu tun gewesen, wenig Zeit, um selber zu zocken. Aber jetzt habe ich ein bisschen Zeit und deswegen zocken wir auch. Und wir sind hier ziemlich wirklich nah am Ziel. Denn hat Gamer geschrieben, Gamer Ausrufezeichen. Ja, ist wirklich so, so heißt der. Ich nenne ihn einfach Gamer Ausrufezeichen. Und der hat geschrieben, der würde mir den Paystar 5070 empfehlen. Der kostet zwar viel in der Anschaffung, das wollen wir gleich mal danach gucken. Ob das denn so geht, ne? Ich glaube noch nicht, dass wir den uns kaufen können. Aber wir wollen erstmal eine Mission fertig machen. Und danach schauen wir mal, ob das denn so weiterhin so geht. Also hier ist ganz viel Geröll. Darf ich natürlich nicht hier umkippen, aber ich will mir natürlich auch die Achse nicht kaputt machen. Nicht, dass das irgendwie beeinträchtigt, dass wir irgendwo hier ankommen. Und dann haben wir hier schon mal so ein Teil. Ich sag mal so, wenn wir jetzt hier so genau davor stehen. Ja. Und jetzt vielleicht klar. Ja, wie meint ihr ja immer ganz wichtig. Also immer die Stützen ausfahren, ne? Also nicht probieren. Und eine andere Scheiße zu machen. Und nahe vom Auto den Schwerpunkt machen. Dann müsste das ja eigentlich. Und man muss das irgendwie nur raufkriegen, hat er auch gesagt. Genau. So, und dann können wir hier ja wieder raus. Wie heißt das? Menü verlassen. Dann können wir hier noch Kran verladen machen. Okay. Jetzt ist aber hier, dass der das wirklich... Schau mal. Ja, dann müssten wir die anderen dann eben so... Okay, ja. Achso, Kran wiederherstellen, dann macht der Stützen auch gleich wieder rein. Das ist immer sehr interessant. Ja, und dann geht es hier ein bisschen höher. Ach so, warte mal. War nicht im Modus drin. Im Modus. Oh, und ich hoffe, wir schaffen das hier. So, das wird jetzt hier vorsichtig. Ich will mich eigentlich ziemlich gerade hier hinter daneben stellen, ne? So, hier. Das sieht doch halbwegs gerade aus, oder? Ja. Jetzt so mal behaupten, ne? Ich bin ja jetzt hier kein Kran-Meister-Profi. Aber ich würde es einfach mal... Oh. In der Grafik hängt man gut. So, den dran. So.
Genau. Oh, haben wir falsch rum eigentlich gegriffen. Aber ich glaube, wir haben keine. Nö. Sieht sehr interessant aus. Aber sieht doch so aus, ob können wir es schaffen. Yay! Geil! Oha! Krass! Wir haben es geschafft! So, unsere Frage ist natürlich, fahren wir jetzt über den Bergkamm? Fahren wir wahrscheinlich einfach wieder zurück. Ja. So, das hieße jetzt, die Handbremse erstmal lösen. Holt uns natürlich die Schwerkraft ein bisschen ein. Das machen wir natürlich ganz, ganz vorsichtig. Sonst pesen wir hier irgendwo hin, wo es gar nicht gefällt. So, hier müssen wir ein bisschen geradeaus noch, ich glaube, oder? Ja, warte mal. Ah ne, gleich nach rechts weg. Gut. Ja, dann haben wir das ja geschafft, dann ist das ja wenigstens mal ordentlich gut gegangen und wir können ein wenig Geld wieder absahnen. Wird zwar jetzt nicht so viel sein, ich muss auch mal sagen hier zu Erwin, weil der hat ja das angesprochen, ich habe ja bei diesem Truck noch mal die Reifen geändert. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so sieht. Ja, Leichtigkeit, ne? Das sind die anderen, die so geriffelt sind im Gegensatz zu den normalen Stufe 3 Straßenbereifungsreifen. Und ich habe es ja damals schon, wo ich die ausgewählt habe, schon erzählt, dass man das ja gar nicht so an der Statistik sieht, ne? Nur eben am Profil, aber wer weiß, vielleicht sind ja die besseren einfach besser, allgemein besser. So. Und ja, wie meint ihr, also, nee, das sieht man nicht, aber das sieht man am Profil, da muss man auf Profil achten. Und dann deswegen habe ich die nochmal zurückgewechselt, ne? Weil das, ja. Oh. Weil ich glaube nämlich, da werden einige ein bisschen mehr Erfahrung haben als ich. Boah. Also ich glaube, da habe ich jetzt mich nochmal hier richtig gut gerettet. Mit der Aktion, weil sonst wäre ich nämlich direkt wieder in eine Schieflage gekommen und dann wäre ein bisschen blöd. So, die Brücke wird ja halten, ne? So eine Brücke, wenn man die mit Vollspeed rüberfährt, dass die nicht kaputt geht oder sowas, ne? Ihr könnt mir halt vorstellen, wie sowas eingeführt haben. Aber ich weiß es jetzt auch nicht so ganz genau. Geil. Nur noch abgeben. Ich freue mich. So, und dann werden wir mal gucken, welche, wo unsere ganzen Trucks irgendwie sind. So, den hier erstmal jetzt rein und entladen und dann ist geil. Geil, Kontostand aufgebessert. Cool. Und Motor erstmal stoppen. Wir gucken auf die Map. So, wir hatten, stopp mal, irgendwo hier hinten, war das hier oder hier? Ne, ich glaube hier, ne? Hier einen versunkenen. Versunkenen Truck, mit dem wir uns eigentlich hier mit unseren den hier, ich weiß nicht, wo der ist. Ach ne, den fahren wir ja gerade, wa? Wo haben wir denn unser anderes Auto? Also wir sind ja einmal, sind wir ja hier. Ne.
Das ist unser Scout. So, und da hinten ist unser... Nö, ich glaube, dann sind wir in der Werkstatt, ne? Kann ich in der Werkstatt denn einfach so rein? Wir haben ja den Fl... Oh, haben wir ja zweimal. Warum haben wir den denn zweimal? Weil ich den gekauft habe zweimal, ne? Ich voll Idiot. So, den Fleetstar, den können wir verkaufen. So, und dann hieß es, kauft ihr mal den Playstar. Ich will nur mal so ein bisschen gucken, ne? Vielleicht, achso, sind wir gar nicht hier so drin. Truck Shop, genau. Dann gehen wir hier mal durch, ne? Was haben wir hier denn alt schön? Also, den, den hier. Au. Oh. Ja, meine lieben Freunde, war der Fede und der noch ein bisschen kleinig. Geht in die alte wirklich Kleinigkeit, ne? Aber da sollen wir eben schnell Reifen kriegen. Niedrigen Level bessere Reifen, ne? Oh. Ah, dann versuchen wir trotzdem mal. Wir haben ja hier noch den einen. Den hier. Und mit dem, mit den Kahn, versuchen wir, glaube ich, mal den mal rauszuziehen, den einen. Weil das wollte ich mal nämlich auch noch probieren, ob das geht. Weil ich sollte nämlich die Winde irgendwie direkt dahinter machen. Und deswegen werden wir das mal hier so probieren, indem wir hier so hinfahren. Hier so, hier so, hier so und dann da, ne? Und dann versuchen wir den mal wirklich rauszuziehen. Vielleicht klappt das ja, ne? Vielleicht kriegen wir das ja hinten, weil wir können das dann irgendwie so anmachen, Motor unterstützen. Da wurde was geschrieben. Und deswegen finde ich das sehr interessant, ob wir das auch dann so hinkriegen. Boah, was jetzt schon umgekippt, ne? Ob das denn wirklich so eine... Ja, das war... Einfach mal jetzt, weißt du, nachdem eine Mission gut geklappt hat, ist man natürlich auch übermütig und denkt so, ja, das klappt so oder wahrscheinlich überall oder alles klappt so. Oh, und deswegen kann man hier jetzt ein bisschen so rumfahren und rotzen, wie man so denkt anscheinend. Weiß ich nicht. Ich hoffe, das geht hier alles noch so gesittet sein Weg. Bei 30.000, sag ich mal, also ich bin ja gewillt, sowas dann immer einzugehen, ne? Wenn ihr so, ihr werdet ein bisschen besser wissen, für mich oder so im Spiel allgemein, was denn am meisten Sinn macht. Alter, das hat sich so beschissen, ne? Also wieder, ich gewöhne mich hier schon wieder gar nicht dran. Oder der hat irgendwelche Schäden und fährt hier von links nach rechts. Guck mal, der macht da automatisch irgendwas. Warte, ich guck doch mal. So viel drücke ich da doch gar nicht rum. Aber ich sag mal, wenn es hier in die niedrigen Sachen geht, da ist der natürlich ein Gaudi, ne? So, und ich denke mal, jetzt werden wir hier gleich mal in den Lastgang umschalten. Differential anmachen, damit wir uns gleichmäßig. Und dann werden wir uns mal nach vorne durchmachen. Ich bin mal gespannt, ob wir das so hinkriegen. Wir werden uns gleich so nach vorne positionieren, dass das vielleicht klappt. Wenn der motorisiert uns noch unterstützen könnte, wäre das natürlich ein richtiger Gaudi. Und vielleicht können wir den dann verkaufen, ne? So, was können wir denn jetzt machen? Wir können jetzt den hier reparieren, bla bla bla. Aber den sollen wir ja abschleppen. Und hier, auch meinetwegen hier. Nachtanken. Was ist denn Truck wechseln? Könnten wir nicht. Okay, können wir nicht. Startung, ah. Okay.
Okay. Das ist ja mal eine krasse Leistung jetzt hier. Er weiß zwar nicht, ob wir immer zu zweit unterwegs sind, ne? Dass hier einer das mitfährt. Oder wie ich den jetzt so gekonnt hier rausziehe. Aber irgendwie scheint es ja zu funktionieren, ne? Krass. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier das cleverste war, hier durchzufahren. Ah, vielleicht kriegen wir das ja hin hier. Irgendwann sind wir ja auf besserem Boden. Und dann denke ich mal, geht es auch ne. Oh ja, jetzt haben wir es, glaube ich, geschafft. Heftig. Cool. Geiler Tipp. Also mit dem Motor, klar, wenn du das nicht so weißt oder sowas, ne? Also, dass man, wenn den vorne anschließt, dass man den mit starten kann, ist dann natürlich, oder wenn man allgemein dann darauf nicht achtet, schwierig. Aber so ist natürlich dann schon so cool. Komme ich gar nicht aus dem Lastgang rauszugehen, weil sonst sind wir zu schnell und graben uns irgendwie ein. Deswegen würde ich das sehr locker und lässig so hier einfach nur hinziehen. Ich hoffe, wir kriegen dafür jetzt 80.000. Ah. Ich denke mal, so geht's, ne? Ja. Okay, dann muss ich nicht so einen großen Bogen machen, weil die Lenkachse hat er ja auch und ich muss den ja, also er lenkt irgendwie mehr. Wir sind irgendwie zu zweit hier, ne? Ich habe jetzt einfach keinen Bock hier stehen zu bleiben. Hier ist ja auch noch ein Sattel. Ein Sattelzug von uns. Stimmt. Na, irgendwie mal hier ein wenig festgefahren. Warum auch immer. Da gibt es auch so eine Speed-Dings. Das sind genau die Muskeln, die wir hier brauchen. Diese Trucks saßen tief im Schlamm. Doch du hast sie herausgeholt. Gute Arbeit. Dankeschön. Ich fühle mich so glücklich dadurch, dass wir das geschafft haben. Die Frage ist natürlich, klar, erstmal Motor aus. Was wir, guck mal, hier haben wir ja auch noch so einen versunkenen Geländewagen. Wollen wir den auch mal gleich probieren? Katze sagt auf jeden Fall ja. Ich weiß nicht, ob ihr die gehört habt. Aber ich würde einfach mal so hinfahren. Vielleicht kommen wir da ja auch noch hin. Kann ich das denn hier jetzt, hier den hier? Kann ich den irgendwie wählen? Auswählen? Und dann? Zum Spieler bewegen, globale schließen. Aufgabengeber. Ich kann jetzt nicht. Ja, ist ja egal. Ich bin ja hier. Ich dachte mal, hätte das jetzt noch ein bisschen wählen können, ne? Ich mache auch mal kurz, damit es früh ist. Ich weiß nicht, ob ihr das allgemein so macht, ne? Aber klar, so manchmal, so wenn so Missionen zu Ende gehen, kannst du das machen durch die Ambiente, Erfahrung, Atmosphäre, wie auch immer. Dann wirkt es ziemlich cool. Aber jetzt nicht so. Die Frage ist,
Ah ja, da ist offen. Ich weiß ja gar nicht, wo ich den jetzt hinziehen muss, aber... Aber wahrscheinlich haben wir den noch gar nicht angenommen, weil wir ja noch gar nicht hier waren. Wenn ich hier eine Farm hätte und hier würde schon 80 Jahre dazu aussehen, dann muss ich euch sagen. Der hätte nicht so viel Bock, ne? Ach du Scheiße, ne? Habt ihr das hier sehen? Wie tief wird Ding? Ja. Ja, komm. Dafür benötigen wir ein starken Motor. Okay. Mal schließen hier. So, jetzt können wir machen den hier an die Achse. Aber das hier. Ne, der hat sogar was drin. Bringen Sie versunkenen zur Farm. Ah, der hat ja was drin. Kann ich den vielleicht reparieren? Warte mal. Achso, da, da steht er. Gut. Da weiß man nicht jetzt, warum das davor nicht stand, aber. Achso, ah, okay, ja, ja. Ich weiß jetzt, weil ich noch in diesem Menü drin war. Ich werde Abschlepper. Ist ja wesentlich angenehmer als alle andere. Klar, der braucht hier ein bisschen, ne? Aber guck mal, der schleppt sich doch gut dadurch. Die Sache ist bitte, wenn ich jetzt durch richtig tiefes Wasser das machen würde und mein erstes Auto, mit dem ich abschleppe, ist zwar nicht im Wasser drin, aber das hinterste geht davon der Motor aus? Das würde mich eigentlich noch so interessieren, ne? Ich kann doch jetzt hier einfach quer durchs Beet fahren, ne? Das interessiert ja jetzt hier keinen von dem Mäusitz, oder? Geil. Nimm wir natürlich. Cool. 3 Aufträge und das auf den Sonntag. Würde ich sagen, gute Leistung. Richtig geil. Wir sind Abschlepp-Profi. Und beim nächsten Mal schauen wir mal, ja, wie wir weitermachen. Ne? Wir brauchen ja noch richtig, richtig viel Geld. Vielleicht auch den Anhänger hier irgendwie verkaufen. Oder allgemein mal. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Aber schauen wir mal. Ne? Ich sag mal Tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal. Und ja. Schönen Sonntag.